Hello everybody, welcome to the Gyrocopter Flying Club. Subscribe to keep up to date with the regular updates on the channel. This film continues our look at interesting vertical lift projects. This is the Dornier DO31 jet transport. The film has technical outline, followed by some original German archive footage. Propeller-driven transports may not have made sense, but there was only one example of a pure jet VTOL transport. This is a flight test rig of the Dornier DO31. The DO31 program was funded by the German government with the goal of producing a light military transport which could take off and land vertically. Dornier had studied various types of VTOL propulsion. They rejected the tilt wing because it was too complex and concluded that propellers lacked efficient cruise at altitude. In the end, they settled on an ambitious design. Dornier did a very splendid job in doing essentially a practical, and this is the operative word, a practical form of vertical takeoff and landing transport. And again, it was a mixture of lift engines and vector thrust engines. They designed an aeroplane, if I can start by drawing a picture in principle, which, with a gross weight of, I don't know, I'm guessing 60,000 pounds, it never got as high as that, but it had a couple of Pegasus engines inboard, and each of those engines, of course, had vectored thrust, and then they added a lift pod. The Pegasus engines were used for lift and cruise, and the four engines in each wingtip pod were used for lift only. Pitch was controlled through a split nozzle at the tail, which could redirect bleed air up or down. Because the lift engine pods were at the wingtip, they were also employed to control yaw and roll. Yaw was induced by tilting them 15 degrees forward or aft. Roll was provided simply by giving more power to one side. This large seesaw test rig was used to refine the reaction controls in a simulated hover position. The massive stand gave the test pilots free movement in pitch, yaw, and roll. When the reaction control testing was complete, the skeletal DO31 framework was ready to hover freely. The first hover attempt did not inspire much confidence in the airplane. During this spectacular but unsuccessful display, the plane earned the title Fire-Breathing Dragon. An investigation of this first hover attempt revealed that the engine nozzles had swiveled beyond 90 degrees, causing hot gas re-ingestion and engine compressor stall. The second attempt was made on February 8, 1967. During the third flight attempt, the DO31 surprised the pilot by jumping into the air while attempting a rolling vertical takeoff. Because the pilot had not intended to hover, the lift engines were tilted 5 degrees back, with the Pegasus engine nozzles swiveled to an 85-degree setting. But instead of a rolling takeoff, the Dornier test pilots found themselves hovering in an awkward nose-up position. For over 2 minutes, the DO31 hung in the air with its nose pointed upward. It never rose above 15 meters, and the first hover flight was an unintentional success. Do 31E, E wie Experiment. So sieht der Experimentiertyp des neuartigen Transportflugzeuges der Dornier-Werke aus. Hier rollt die Maschine zum Start, von der ein technisches Magazin geschrieben hat, sie sei der Konkurrenz davongeflogen. Gewicht 22 Tonnen, Länge fast 21 Meter, Spannweite rund 18 Meter.
Am 2. April startete die Maschine zum 78. Mal. Das Flugzeug, auf den ersten Blick konventionell aussehend, geht nach dem Senkrechtstart in den aerodynamischen Flug über. Diesen Vorgang nennt man Transition. Schon nach wenigen Sekunden fliegt das Flugzeug konventionell. Die Hubtriebwerke können abgeschaltet werden. Reisegeschwindigkeit rund 650 km pro Stunde. Wie sie startete, so landet sie, die Do 31E3, das dritte Experimentiermodell, dessen Entwicklung bis hierhin rund 250 Millionen Mark aus dem Verteidigungsetat der Bundesrepublik gekostet hat. Viel und doch weniger als die Entwicklung eines neuen Mittelklassewagens. Kein Kampfflugzeug also, sondern der erste senkrecht startende Düsentransporter der Welt. Nutzlast zunächst noch 5 Tonnen. Dieses Flugzeug ist also ein Musterbeispiel für das Thema Nummer 1 der Luftfahrt von morgen. Der VTOL-Transporter für den militärischen und zivilen Gebrauch. Die Hubtriebwerke, nach unten gerichtet und beweglich in ihren Aufhängungen, werden für Start und Landung etwa 3 Minuten in Betrieb gesetzt. Luftführungen sorgen dafür, dass jede der Turbinen genügend Frischluft bekommt, um dann den nötigen Schub nach unten zu erzeugen. Marschtriebwerke an den Tragflächeninnenseiten geben den von ihnen erzeugten Schub beim Start über Schwenkdüsen ebenfalls nach unten ab, um sich nach dem Abheben automatisch zum Horizontalflug einzuregeln. Es begann bei Dornier 1964 mit dem ersten Abheben dieses Schwebegestells, mit einer neuen Konzeption also. Dieser Drahtesel, zur Erprobung der Fluglagenregelung entwickelt, schwebte 24 Mal in der Luft. Der bald darauf folgende schwebende Prototyp, die Do 31E2, hatte bereits die gleichen Ausmaße wie das spätere Originalflugzeug, war aber rund 6 Tonnen leichter. Anfang 1967 flog die Do 31E2 zum ersten Mal und bewies, dass der Weg der Dornier-Entwicklungsingenieure Erfolg versprach. Zehn Monate später startete die Do 31E3 zum ersten Mal senkrecht. Die Erprobung war erfolgreich. Das System funktioniert. Die zivile Luftfahrt und die Militärs in aller Welt blicken mit Interesse auf das Transportflugzeug der Zukunft.